Server. Ja, Server. Hast du beim letzten Mal gesagt, dass du die Vagina vom Ralf gut fandest? Ja. Ich habe mich auch korrigiert, das Vagina-Kissen. Das Vagina-Kissen? Glaube ich. Ralf hat sich eine sehr hübsche Vagina. Ach, ich muss mir keine Notizen machen, ich kann mir das mal aufnehmen. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Das habe ich auch gesagt, aber das ist schief gewesen. Deswegen wollte ich noch mal kurz gucken, aber nee, Gott. Herzlich willkommen zu Tag Nummer 3. Das ist der Jojo. Das ist die Jenny. Hier ist der Comic Talk vom Comic Seminar Erlangen. Ich habe festgestellt, diese Sendung mit Hella von Sinn heißt auch Comic Talk. Ja, wir haben einfach kopiert. Ich hoffe, wir werden nicht verklagt oder so. Hella, hier sind wir. Rechnung ans Kulturanbieter. Schlechte Konkurrenz auch. Wir sind schlechte Konkurrenz. Oder bessere. Schreibt sie in die Kommentare. Das wird sich rausstellen, aber wir bleiben jetzt mal bei unserem Programm. Punkt 1, Supir. Es gab eine neue Supir natürlich, die ist genauso voll wie die letzte. Hast du diesmal einen Lieblingsteil? Diesmal habe ich wirklich einen Lieblingsteil. Und was ich nämlich besonders schön an dieser Supir finde, ist, das wächst ja so von Ausgabe zu Ausgabe und von Woche zu Woche. Und man schreibt nicht nur witzige Begegnungen mit anderen Menschen, sondern teilweise baut man auch auf einen Witz auf, der gestern passiert ist. Weil gestern hat sich unser Ralf, ne, den wir aus der ersten Folge kennen, in eins von diesen witzigen Sitzkissen gelegt und sagte, sieht aus wie eine Vagina. Und in der heutigen Folge kommt Ralf König und setzt sich auf Hodensäcke. Das ist nicht schlecht. Sagt man eigentlich Vagina oder Vagina? Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich die Mehrzahl sagen, aber... Vaginen. Vaginen. Dann ist es auf I, das stimmt. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Erleuchtet uns. Mein Lieblingsding ist, ich muss ja sagen, mein eigenes. Von Lisa, die heute übrigens unser Gast ist, wie sie auf ihren Monitor spuckt. Das fand ich ganz geistreich dafür, dass ich das nachts um eins gezeichnet habe. Und die eigenen Witze sind ja immer die witzigsten, ne? So sieht's aus. Und ich habe den QR-Code diesmal richtig rumgeklebt, auch wenn das wahrscheinlich niemandem auffällt. Das war Punkt 1. Punkt 2, Workshops. Es gab wieder einen Workshop heute Morgen. Du warst stellvertretend für unsere Sendung dort. Genau. Was haben Sie zu berichten, Frau Ich berichte Daniel? Aus dem Inneren. Und zwar hat diesen Workshop unsere Kurstherapeutin Sonja Schlappinger gegeben, die tatsächlich ausgebildete Therapeutin ist. Und es ging darum, wie löse ich Kreativblockaden. Und wir haben mit drei verschiedenen aufeinanderbauenden Übungen versucht, unseren inneren Blockaden auf die Schliche zu kommen und wie wir daraus was Nützliches generieren für unsere Projekte oder für unser Leben. Und das fand ich sehr spannend. Also mal komplett aus einer anderen Perspektive, eigentlich auch mehr aus dem therapeutischen Kontext, finde ich, als man das jetzt so direkt mit dem Comic in Verbindung gebracht hat. Hat dir was geholfen? Hast du das Gefühl, entblockiert zu sein? Ja, ich fühle mich heute unglaublich locker und flowig. Man merkt das auch. Ja. Genau. Den anderen Workshops, wir mussten halt etwas früher drehen, weil ich zumindest da halt auf eine Vernissage war. Dazu mehr von morgen, deshalb kommt jetzt dann gleich noch der Workshop von Georg, der hat heute noch nicht stattgefunden, der redet über Procreate und Procreate Brushes, weil das ist ein Geschäftsfeld, wo Georg tätig ist. Aber es gibt noch einen anderen Workshop, auf den wir extra hinweisen wollen, und zwar am Donnerstag um 9.30 Uhr. Führt der Martin Radcheck, heißt der glaube ich, Martin Radcheck, durch Erlangen und wir zeichnen in Erlangen, um Erlangen, Urban Sketching, wie die Jugend heutzutage sagt. Jeder ist dazu eingeladen, der es nach Erlangen schafft, im Museumswinkel, 9.30 Uhr, seid dabei. Genau, man muss kein Profi sein, sondern der Martin gibt auch jedem noch mal ein paar Tricks mit an die Hand, also ich glaube, das wird ganz spannend. Einfach Stifte und Papier. Genau. Ja, und für alle aufmerksamen Comic-Talk-Gucker, wir haben uns heute ein bisschen geschmückt. Schick gemacht, ne? Broschen, wie man altmodisch sagt. Nicht irgendwelche Broschen, sondern wir sind dabei, Comic-Museum Erlangen, yeah. Und wer hat das initiiert, werden wir gleich erfahren. Und zwar kommt jetzt Lisa Neun, die werden wir hier reinholen und die wird uns mehr erzählen. Applaus für Lisa Neun, das war schön. Plätze für Sie. Möchten Sie ein Wasser trennen? Oh, das stimmt. Extra ohne Kohlensäure, ja. Weil das war zu viel gesagt, meinte Jenny. Pupsen, rülpsen, hätte ich gedacht. Oder rülpsen.
Was wird mir hier unterstellt? Und jetzt pass auf, bei der ersten Folge habe ich ihn noch rausgeschnitten, jetzt wollte ich ihn endlich bringen und ich habe ihn verkackt. Den Pupsen jetzt. Aber Pupsen ist zeitversetzt. Ja, Pupsen ist auch mal ein spätes Rülpsen. Kann man jetzt eigentlich Mineralwasser trinken, weil der Rest ist uns egal, wir nehmen nur 15 Minuten auf. Okay, super. Außer aber das ist eine sehr schnelle Verdauung. Naja, das kann ich nicht garantieren. Weg von diesem Thema. Ja, okay. Also ich habe einmal gehört, es ist wegen Rülpsen. Also wenn man... Ich glaube, das hat Jenny auch gesagt. Ja, das habe ich auch ist gesagt. Ist mein Fehler. Wenn ich was Falsches gesagt mehr habe. Cool. Ja, cool. Genau, wir haben Lisa heute hier. Lisa ist Comiczeichnerin, aber darüber hinaus nicht nur. Sie ist eine vielseitige Frau mit vielen Interessen und Berufungen. Und vielleicht kannst du ganz kurz so ein bisschen was aus deinem Leben erzählen. Was machst du? Wo kommst du her? Wie kommst du hier hin? Also ich komme ursprünglich aus Wien, komme durch die Liebe nach Erlangen, habe Datentechnik studiert, also bin im Computerbusiness, in einem lokalen Konzern hier tätig, den ich jetzt nicht nenne. Und ansonsten beschäftige ich mich eigentlich sowohl als Leserin als auch als Zeichnerin seit Jahrzehnten mit Comics. Also Comics war schon immer so eine Passion von mir. Das war auch eines der ersten Dinge, die mir an Erlangen sehr gut gefallen hat, dass hier der Comic-Salon stattfindet. Ich bin zwar das allererste Mal, wie ich in Erlangen über die Straßen gegangen bin, habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist ja eine totale Provinzstadt, ob ich da mal leben möchte. Aber der Comic-Salon und auch die Leute hier und die Offenheit haben mich dann sehr stark versöhnt mit dieser Stadt. Was war dein erster Comic-Salon, weißt du das noch? 1988. Welcher war das? Das können wir einfach nachchecken. Weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, müsste ich jetzt googeln. Also ich habe so ein erweitertes Gedächtnis, das nennt sich Google. Wenn du mir jetzt irgendwelche Namen fragst, oh Gott, ich habe mein Handy nicht dabei. Das machen wir alles im Schnitt. Ja, okay, googlen. Bitte. Genau, wir googeln das rein. Genau. Genau, wir haben ja auch ein paar Comics von der Lisa dabei. Es gibt, glaube ich, noch ein drittes. Es gibt noch ein drittes und ich habe sehr viel bei so Comic-Kollaborationen mitgemacht, also auch mit dem Jojo zum Beispiel. Jazam, dann Awesome. Aufzum habe ich mitgemacht. Und bei diversen Kalendern von der Schlogger und ansonsten habe ich drei eigene Bücher rausgebracht im Eigenverlag. Das ist nichts Schlimmes. Nein, gar nicht. Ich habe sogar alle verkauft. Das ist ja cool. Das ist besser als Leute, die es verlegen lassen. Jetzt fragst du mal nach der Auflage. Das ist interessant. Meine 10.000er Auflage ist weg. Zu Recht, weil sie einfach unglaublich gut und witzig sind. Und Lisa, welche Themen inspirieren dich zu deinen Comics? Das ist, ich könnte es natürlich so ein bisschen anteasern, ich könnte es dich auch sagen lassen. Also ich finde, es ist immer sehr nah. Du bist auch selber immer Teil deines Comics. Ja, es ist so ein bisschen semi-autobiografisch, aber natürlich ziemlich viel erstunken und erlogen. Aber es kommt schon immer so meine persönlichen Erlebnisse. Ja. Meistens sind die nicht so überzogen, als dass sie jetzt interessant wären in einem Comic. Deswegen muss ich sie noch ein bisschen aufpeppen und dann kommen sie in so einen Comic hinein. Das kennen wir alle. Aus unserer eigenen Bio. Und du zeigst sie ja ins Internet. Ich zeige sie ins Internet rein, genau. Seit wann hast du das gemacht? Das ist ja schon Urzeiten her. Ja, ich habe ja schon sehr, sehr früh mit Internet angefangen. Also ich habe, wie gesagt, diese zwei Berufungen. Einerseits bin ich eben Informatikerin, auf der anderen Seite eben Comiczeichnerin. Und wie das Internet so losgegangen ist, da hat es mich natürlich auch schon sehr, sehr fasziniert, was da alles möglich ist. Ich habe natürlich gechattet und alles Mögliche. Und wie man dann irgendwann einmal das www aktuell war und man mit HTML erste Homepages machen konnte, habe ich mir gedacht, boah, ich brauche unbedingt eine Homepage und habe mir dann auch eine gebaut, auf CompuServe seinerzeit noch und ich glaube auf AOL hatte ich auch noch eine und das habe ich dann in HTML gemacht und dann habe ich immer gedacht, naja, Content, gell, so Technik ist das eine, aber Content ist das andere und dann habe ich schon angefangen so meine Comics da so zu veröffentlichen. Comics habe ich eigentlich immer schon gezeichnet, also ich habe mit 12 die Mars-Hopser erfunden und dann so ab 17, 18 habe ich meine Liebesbriefe immer in Comicform absolviert und habe irgendwelchen Verwandten erfolgreicher, Mike Liebescomics von dir bekommen. Der Mike hat einen Liebescomic von mir bekommen, das muss ich mal raussuchen auf einer riesengroßen Marlboro-Schachtel. Ich muss mal schauen. Funko. Ja klar, also ich war so in der Marlboro-Schachtel rumgelegen und ich war damals schon etwas angeheitert und da war, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, er war kurz weg und dann habe ich ein richtiges Liebescomic gezeichnet. Ich muss das mal suchen, ich muss mal schauen, eigentlich habe ich es doch mal
ins Internet gescannt? Ich muss mal schauen, das müsste ich mal das finden. Vielleicht finden wir es ja weil heute. Das Internet vergisst nicht. Das Internet vergisst nicht, ja. Und auf jeden Fall... Das ist nur. Genau. Aber er hat mich dann auch immer... Natürlich, Deep World, alles ist weg. Ja, ja. Er hat mich immer ermutigt, da weiterzumachen. Also ich habe das ja immer scheiße gefunden. Ich finde es immer noch scheiße. Ja. Ihr wisst, ich nerve immer alle. Es ist nicht Phishing for Compliment. Ich denke mir immer, naja. Also ich finde es nur infantil gezeichnet. Ja, gut. Es ist infantil, besser kann ich es nicht. Aber das ist schön. Aber was du sehr gut kannst, nur mal auf die Broschen zu verweisen, du kannst sehr gut Leute zusammenbringen, um an diesem Comic-Museum zu arbeiten. Was habt ihr gemacht? Ja. Ihr habt... Oh, was ist das? Meine das ist der Computer klatscht auch. Das ist der Comic-Museum. Genau. Das ist so wie bei Blücher. Also kurze Überleitung zum Comic-Museum. Ihr habt einen Verein gegründet. Ja. Und wie viele Mitglieder seid ihr? Und wie stellt ihr euch auf, um tatsächlich dieses Museum irgendwann erfolgreich in Erlangen stehen zu haben? Ja, also wir haben das Museum gegründet. Das war ja ungefähr, es ist fast ein Jahr jetzt mittlerweile her. Verdammt, wir sind gar nicht weit gekommen. Scheiße. Nein, es war so ungefähr vor, ja, im Oktober, November letzten Jahres habe ich... so einen Bekannten von mir getroffen, Michael Jordan im Gummiburner, und es war so eine Matinee, da haben wir halt irgendwie so ein bisschen ja, Sekt getrunken. Nee, so künstlerisch, ne? Eine Matinee. Eine Matinee im Gummiburner. Elektromatinee im Gummiburner. Ganz eine tolle Veranstaltung. Und der ist halt auch Comiczeichner in Erlangen, und ich habe gedacht, ja, was können wir denn was gemeinsam machen? Und er sagt, ich träume schon ewig von einem Comicmuseum. Jetzt ist Comicmuseum Erlangen, habe ich vor 20 Jahren schon gehört. Vor 30 Jahren. Ich glaube, vor 20 Jahren hat es einen offenen Brief an den Stadtrat gegeben. Immer wieder, ja, Erlangen sollte ein Comicmuseum haben. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es halt. Ich bin halt eher so der Pragmatiker, einfach machen. Und dann hat er so geschaut und gesagt, ja, okay, Und dann haben wir halt einen Verein gegründet. Dann habe ich so ein paar Kumpels von mir noch akquiriert. Ich habe halt versucht, das möglichst cross-funktional aufzustellen. Also ein paar Leute, die halt mit Computer können, ein paar Leute, die zeichnerisch können. Der Ralf Macincic, also wirklich ganz großer Asset, und die Dagmar Große-Jakob, die halt auch in der Comic-Szene sehr, sehr stark involviert sind. Und dann haben wir das halt gegründet. Und dann sind wir seit Februar sind wir als gemeinnütziger Verein, also wir sind auch gemeinnützig, bitte, ihr könnt spenden, man kann die Spenden absetzen. Und wir können alle Mitglieder werden. Und alle können Mitglieder werden, Mitgliedschaft kostet 50 Euro im Jahr, kann man auch absetzen, und dann haben wir halt angefangen, und ich meine, mittlerweile muss ich schon sagen, so habe ich schon ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage, weil die erste Ausstellung steht jetzt bevor, wobei wir haben natürlich noch keinen Ort, wir haben kein Haus. Das ist das Spannende. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es im Internet. Wir bauen uns ein dreidimensionales Museum im Internet. Und so kommt alles zusammen. Genau. Deine Vergangenheit. Ja, ja, genau. Oswin hat das programmiert, und Oswin und Marian, Oswin war ja auch immer im Comic-Seminar mit dabei, der immer mit den vielen, vielen Equipment arbeitet, der hat das ganze Thema modelliert, das schaut cool aus, schaut richtig cool aus, aber lasst es euch überraschen, 19. Oktober wird es eröffnet, da wird es dann online gestellt, und bei Internet ist natürlich naheliegend, dass wir Webcomic-Ausstellung machen. Gibt es eine Matinee dazu? Nein, es gibt eine zur langen Nacht der Wissen, es gibt eine Nacht dazu. Ah, also aber das im Internet, das können wir so eine virtuelle. Ja, eine Matinee. Ich überlege mal, ob ich es dann live stream mit Facebook oder so. Ja. Mit Sekt-Emojis. Ja, ja, genau. Sekt-Emojis, Anstoß-Emojis. Ja, genau. Ja, weil es gibt die lange Nacht der Wissenschaft. Wir haben gesagt, okay, lange Nacht der Wissenschaften, das ist ja wissenschaftlich. Ja. Weil Comic ist ja durchaus etwas Ernstes, liebes Publikum. Also du wolltest auch die Brille anziehen und über den Brillenrahmen. Ja, das wäre der Moment gewesen. Also was ich hier sagen will, Comic ist was Ernstes. Hey, die Kamera schaut aus wie Nummer 5. Von Nummer 5 lebt. Jetzt habt ihr ein digitales Comic-Museum. Ja, es soll aber ein digitales Comic-Museum. Auch eins aus Stein geben? Ja, absolut. Aber ganz ehrlich, also es wird sicher, das dauert Jahre. Wir sind jetzt in einem Jahr, haben wir jetzt viel geschafft. Also wir sind gemeinnützig in den Verein. Wir haben jetzt mittlerweile 35 zahlende Mitglieder. Also finde ich jetzt toll. Könnten mehr sein. Die Stadt Erlangen unterstützt uns ganz, ganz toll. Unser Bürgermeister ist sogar Mitglied bei unserem Comicverein, was ganz toll ist. Das ist der Florian. Weil man es absetzen kann.
Nein, der unterstützt es ganz arg, also auch die Kollegen im Stadtrat, also auch so fraktionsübergreifend, was mich besonders freut. Also ich will auch gleich sagen, wir haben auch aus unterschiedlichen Fraktionen Mitglieder, also es ist politisch übergreifend und wir stoßen da auf sehr hohes Interesse und gute Unterstützung. Also wir kriegen da sehr, sehr positives Feedback. Aber ich bin jetzt ganz aufgeregt, dass diese Comic-Ausstellung, die allererste, dass das gut wird. Weil wir machen es alle in unserer Freizeit und dementsprechend ist natürlich die Kapazität nicht so hoch. Und zu dieser langen Nacht der Wissenschaft, ist das Museum denn nur im Internet oder, ich meine, man muss ja da auch irgendwie reinkommen? Ja, genau, sorry, das habe ich jetzt total, ich habe mich jetzt da selber unterbrochen. Wie sagt man da? Vielleicht ich habe jetzt da soll ich erwähnen, verloren. Dass ich auch Teil des Orga-Teams bin, aber... Ja! Also, Disclaimer, so Journalismus, aber genau. Erzähl ruhig. Also Lisa. Jojo ist, hat mitkuratiert, der hat auch die Auswahlkriterien einer definiert. Der am wenigsten macht, aber ich bin dabei. Ja, genau. Aber du hast die Auswahlkriterien definiert, wie man die Leute auswählt, die da mitmachen. Gut, wir werden das in der Langen Nacht der Wissenschaften im Stadtmuseum Erlangen am Martin-Luther-Platz 9, hoffe ich. Aber Stadtmuseum Erlangen ist bekannt. Da haben wir einen halben Raum für uns. Da haben wir dann auch, da werden wir das Comic-Museum vorstellen, was wir alles so vorhaben. Da werden wir dann 3 Computer haben, werden dann das Museum auch an die Wand projizieren, wo man dann durchnavigieren kann. Es wird ein 3D-Museum sein, das schaut dann aus wie so ein Computerspiel, wo man sich durchnavigieren kann. Und VR, wir wollen. Bitte? So mit Brille? Das ist das Nächste. Ich wollte so gern eine VR-Brille haben, aber das haben wir einfach zeitlich nicht geschafft, das hinzukriegen. Vielleicht schaffen wir es noch, aber ich denke mir, also mein Ziel ist schon, dass wir das jetzt einmal anfangen. Mhm. Wir haben das mit Unity programmiert und mit Unity kann man dann eine VR-Brillenfassung schon machen. Jojo, da könntest du dich doch austoben. Ja, super, ja, du könntest doch die VR-Version machen. Bis zum ich habe letztens mit jemandem geredet, der meinte, das ist sehr kompliziert. Ja, okay, ja, ich habe auch gedacht, das geht total easy, aber es ist irgendwie nicht so einfach. Aber wir werden es auch, die nächste Version wird dann mit VR sein und dann kann man mit der Brille durchnavigieren. Das war mein Traum. Mit der Brille, aber ist halt noch nicht. Aber wir haben irgendwas Immersion. Ja. Die Zukunft. Ja. Man braucht immer eine große Vision, um dann mit kleinen Schritten hinzukommen. Apropos große Vision, ich erinnere mich, du bist, glaube ich, wann hast du letztes Jahr rumgelaufen oder hast verschiedene Comiczeichner mal zu das München, Comic dieses Museum, Jahr war das, glaube ich. In München war das, ja, genau. Gefragt, ob sie mal das Comic-Museum zeichnen können. Ja, kann man auf dem Facebook-Account vom Comic-Museum verfolgen. Also ich tue das immer wieder zu. Was wir uns nur gefragt haben, Lisa, hast du das jemals selbst was dazu gezeichnet? Nein. Das Witzige an diesem Format hier ist, dass jeder Interviewte am Ende was zeichnet. Okay. Und jetzt ist deine Stunde und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns deine Vision des Comic-Museums zeichnest und vielleicht auch so ein bisschen kommentierst, wo was steht, was sein soll. Boah, ich habe die ganzen Leute jetzt immer so total gedrängt, das zu machen. Jetzt muss ich das selber machen. Du kannst ja einfach abzeichnen. Also wir haben uns für die letzten Male immer Begriffe gewünscht, die drin vorkommen. Kann man das jetzt auch machen? Also wir sind so deine Museumsgäste der Zukunft und wir haben bestimmte Wünsche, die da drin vorkommen. Okay, dann sagt es mal einfach, ja. Ich hätte auf jeden Fall natürlich gern die VR-Brille. Ja, völlig klar. Und ich hätte gern WLAN. Ja, ich hätte gerne so einen Snack-Automaten. Boah, Martin. Jetzt fangen wir so. Also das heißt, da kann man zeichnen lassen. Jetzt machen wir mal zeichnen. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, es muss ein Wolkenkratzer werden in Erlangen. Ja, also da ist Erlangen. Das ist kein Erlangen. Erlangen. Sind das die drei Kirchen von Erlangen? Das sind die drei Kirchen von Erlangen. Das ist noch ganz was Tolles. Das ist die Bergkirchweih. Da sind die Leute immer am Bier saufen. Mhm. Immer? Jeden immer, Tag im Jahr? Immer. Da wird immer getrunken. Nur im Winter nicht. Ab und zu mal im Winter. Jetzt zeichne ich mich selber, wie ich trinke. Das ist ja ganz peinlich. Also es ist das Berg. Berg. Also es ist der Bierberg. Da gibt es eine ganz, ganz gute, das ist übrigens beim Comic-Seminar immer, beim Comic-Salon zum Comic-Seminar, da ist immer gerade der Bergkirchweih, da gehen wir aber nie hin, weil wir immer zeichnen. Ja, stimmt, ich glaube, du hast das auch schon ein paar Mal gesagt. Das letzte Mal habe ich gesagt, da ist die Bergkirchweih, aber da sind wir, also zeichnen. Ich glaube, Lisa versucht uns immer hinzukriegen. Ja, ich versuche immer die Leute hinzukriegen und dann sagen immer alle, Comic zeichnen und Alkohol verträgt sich nicht. Naja, wer sagt sowas? Also nicht, irgendjemand hat das gesagt. Das sagst du die falschen Leute. Aber das ist jetzt auf jeden
für Erlangen, das ist der Bierberg, der ist schon ein bisschen größer als Erlangen. Mhm. Und ganz groß ist natürlich das Comedy-Museum. Das ist eine ganz gute Größe. Das ist ein Skyscraper. Dream Big haben wir gestern gelernt im Workshop genau. mit Amelie. Und dann Dream Big, das heißt natürlich, dass wir einen eigenen Sender hier haben. Mhm. Das ich dachte, das wäre die WLAN-Antenne. Das ist die H5-Technologie, ganz bestimmt. H5 heißt das jetzt, oder? Mit Huawei, ohne Huawei. Nee, G5. Ja, G5. Okay. Oh Mann. Aber was habe ich gesagt? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Elektro-Kommunikationstechnik. Nein, du arbeitest nur in einem großen Konzern, die genau. sicher damit ihr Geld verdienen. Mit dem nicht. Ach, das ist zu modern. Okay, dann würde ich Folgendes sagen. Also unten machen wir die historischen Comics. Ein Snackautomat gibt es natürlich in jeder Etage. Sehr gut. Aber erst auf der ersten, damit man wenigstens schon mal durch die historische Abteilung gelaufen ist. Ja, ja, genau. Das stimmt. Weil man muss durch die historischen Comics muss man durchlaufen. Also ja. da sind dann so der Teppich von, was ist das für ein Teppich? Ich habe das gar nicht dabei. Wie schreibt man das? Das wusste ich nicht. Ohne zu googeln. Mach einfach. Ja, das ist gut. J-Ö am Ende. Ja. Teppich von Jö. Da ist der Teppich von Jö. Also den werden wir natürlich definitiv kaufen. Der wird definitiv in unserem Besitz irgendwann einmal sein. Auch die alle Wilhelm Busch Originale. Und wir werden dann natürlich auch die ganzen Sammlungen aller amerikanischen Superhelden auch irgendwie haben. Aber das sind natürlich jetzt bei den historischen Comics amerikanische Superhelden. Ja. Who cares? Ja. Also ganz, was oben, passiert. Ganz ja. oben ist natürlich die deutschsprachige Comic-Szene. Und da bin ich gespannt, was in der Mitte ist. Ich weiß auch nicht. Snackautomat? Wir haben natürlich die große, auch was sagst du? Snackautomat, das sind jetzt immer noch der Snackautomat. Ne? Ja. Vielleicht sind damit auch einfach leere Stockwerke. Platz für Fantasie. Ja, ja. Platz für die also wir Zukunft machen da natürlich, deutsche Comics, vergiss es ja. Wir machen da oben, machen wir auf jeden Fall die Cyberspace. Weil die Nerds so gerne Treppen steigen. Ja, Room, ja. Es gibt einen Aufzug, den machen wir da. Du kannst natürlich auch die Snackautomaten als Aufzüge verkaufen. Ne, das könnten wir machen, ja. Aber das ist ein Aufzug, das ist ein Speed-Aufzug und da kommt dann ein Cyberspace-Room, wo man dann sowohl Mangas als auch Nicht-Mangas, das sind genau Manga und Nicht-Mangas. Comics. Ist Comic mit Manga und Manga nicht Comic? Das genau, deswegen ist ganz Wissenschaft, also ganz ja. wichtig ist, es gibt natürlich eine Wissenschaftsabteilung, weil wir haben ja Comic-Wissenschaftler, die sich ja total theoretisch mit dem Thema Comic beschäftigen. Nee, die müssen eine Klappe haben. So. Auch die Frauen. Boah, das du ist hast mich jetzt in meiner Gender-Geschichte völlig kaputt gemacht. Nee, die Frauen, die haben nie eine Glatze. Frauen sind immer total fesch. Frauen haben rote Brillen und ja. so stimmt. Nee, nicht so. Stimmt. Und Lippenstift und Zigarren. Ja. Schlechter spielen dann sowieso keine Rolle mehr dazu. Ja, das stimmt, finde ich auch. So. Also das sind auf jeden Fall die Wissenschaftler und die Wissenschaftler, die kategorisieren die Comics und werden dann auch die ganzen Sachen entsprechend indizieren und alles Mögliche machen und da alle möglichen Theorien über Comic erfinden und beweisen und überhaupt. Meinst du, sie gehen auf der Frage nach der oder das Comic? Was sagst du, der ich oder bin das Comic? Das Comic. Es ist auch das Weblog. Das ist die schlechteste Begründung, die ich jemals gehört habe. Es hat aber was damit zu tun. Aber wir lass es mal gehen. Dann steht doch 2-1, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist das auch der Comic? Die ich anderen, bin Forscher. Wir machen hier Humboldt. Wir sind die Humboldt-Stacks des Comics. Ja. Und die empirische, sozusagen, ganz knapp der Comic. Ja. Wir entscheiden uns dann, was wir am Ende sagen. Ja. ja, okay. Also ich bin der Meinung, es ist das Comic, aber die Wissenschaft wird sagen, also es wird unser erster Wissenschaftsauftrag sein, ob es das oder der Comic heißt. Also das finde ich zum Beispiel äußerst wichtig und ganz, ganz, ganz wichtig für die Comic-Szene, damit wir weiter bestehen können, dass wir überhaupt wissen, in welchem Geschlecht wir uns befinden. Ob wir jetzt in einem Nicht-Geschlecht das befinden. Oh, vielleicht ist alles das in der Zukunft. Das wäre eine gute Frage. Das wäre total gut, ja. Eigentlich ist das am besten, weil da braucht man gar nicht mehr so lange rumtun irgendwie. Richtig, das darf alles Glatzen tragen. Ja. Glaube, wir sind noch langsam am Ende der Zeit. Ja, die Frage ist halt noch, was da passiert. Vielleicht ja, stimmt, Cyberspace so Room etc. Naja, da hier sind die Ausstellungen. Ja.
Und dann haben wir hier noch einmal die Sammlung. Gut. Was immer da auch der Unterschied ist. Ne, ausstellen, das, so, ausstellen, da zeigt man es, und in der Sammlung, das sammelt man. Ja. Das sieht ihr dann, das ist Archiv. Und die Wissenschaftler sind extra zwei Stockwerke zwischen Archiv und hier, da gibt es auch keine Verbindung, damit die nicht dick werden. Damit die, dann immer so damit die nicht an die Snackautomaten kommen. Die müssen immer die Treppe laufen, rauf und runter zum Archiv etc. Genau. Und können nicht mit dem Lift fahren, weil Wissenschaft, dauernd sitzen und so ist ungesund. Das muss ja auch für den Kopf, muss man sich bewegen. Genau, so ist es. Da kommen die besten Gedanken. Genau, und das Comic Hochhaus steht gleich neben der Bergkirchweih, damit die Besucher dann immer gleich ein Bier trinken können. Sehr schön. Ja. Das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Das war unser Fest, Lisa. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Wir sehen uns morgen, wenn ich es schaffe zu schneiden. Ja, das schaffen wir. Bestimmt. Wir haben jetzt noch Zeit. Bis zur Ausstellung. Ihr habt es mich jetzt in der Hand. Ihr könnt jetzt jeden Unsinn, den ich gesagt habe. Nein. Wir haben halt jetzt die geheimen Pläne für das Comic-Museum und ich denke, da müssen wir drauf aufpassen. Ja. Aber es wird definitiv ein Hochhaus. Gut. Ja. Das Bauamt wird sich freuen. Ja. Dann bis morgen. Bis morgen. Ich nicht bis morgen, aber ciao.